Derby-Time in Schleswig-Holstein. In der Flens-Oberliga gastiert Landesliga-Aufsteiger Kilia Kiel bei Türkspor Kiel, die in der letzten Woche mit 1:3 beim Tabellenführer SV Todesfelde verloren haben. SVT-Verfolger Kilia Kiel hingegen siegreich beim 1:6 in Lübeck, damit nach dem Dämpfer gegen SV Eichede wieder auf Rang 2 und Erfolgskurs. Mit einem Tor zum Feuerwerk in Lübeck beigesteuert hat er hier, Yannick Jakubowski, mit 22 Treffern der Top-Torschütze der Aufstiegssaison bei Kilia Kiel. Keine 10 Minuten gespielt, Kilia in Schwarz, Türkspur in Rot, das ist Grady Sinkondo. Schwieriger Aufsetzer für Torwart Finn Niklas Kornert. Wenige Minuten später Kilia Kiel dort hinten über die linke Seite. Der Klärungsversuch direkt in die Beine von Julius Alt, Volley und der Aufsteiger führt. Vierter Treffer von Alt und verdient, weil Kilia Kiel in der Anfangsphase spielbestimmt ist. Die Entstehung kurios. Kilia flankt zu Türkspor, Türkspor köpft zu Kilia und Alt ballert ihn rein. Ein Haufen Fehlpässe, scheißegal, sagen die Gäste und nehmen die Führung. Der Tabellenelfte lässt sich davon aber nicht abschrecken. Das ist kein Foul. Mushut Adesanya mit einem Torversuch der optimistischen Sorte. Der kennt Kilia Kiel. Hat in der letzten Saison mit dem TSV Klausdorf in der Landesliga gegen die Kilianer verloren. Die Augen bitte in Richtung rechten Bildrand. Der Ball von den Köpfen der 540 Zuschauer verdeckt. Da kommt er flach rein und zack, steht's 0:2. Keine 15 Minuten seit dem letzten Treffer vergangen. Um Himmels Willen geht das heute einfach. Für euch leider nicht zu sehen, die scharfe Hereingabe von Jan Seidel und Alt mit exakt dem richtigen Timing. Der Aufsteiger weiterhin dominieren. Tom Wanke am Ball. In der Mitte Jakubowski und Nicolas Wulff im Tor der Gastgeber. Wulff kann nach der Rettungsaktion weiterspielen, wurde von Jan Seidel am Kopf getroffen. Zuvor der ansehnliche Kilia-Konter. Wieder gewährt die Inter-Abwehr sehr große Freiräume und kann sich bei seinem Keeper bedanken. 44. Minute, die Mannschaft von Liridon Imeri das erste Mal auf dem Weg zum Kilia-Tor. Grazil, wie Adesanya die Abwehr umkurvt, dann ist er durch und da ist er, der Anschlusstreffer. Die überraschende Wendung kurz vor der Halbzeit. Die Kilia-Abwehr agiert deutlich enger am Mann, als Inter es tut. Juckt mich nicht, sagt Mushut Adesanya und dribbelt sich gegen 2 plus Torwart zum Anschlusstreffer. Zwei Abschlüsse, ein Tor. So effizient kann Fußball sein. Spannende Spielberichte wie diesen hier gibt es bei KickTV aus ganz Deutschland. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Die Glocken wurden auch bei Inter Türkspor in der Halbzeit aktiviert. Sie kommen mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine. 3 Minuten nach Wiederanpfiff, Freistoß Inter, getreten durch Kapitän Aser Reza. Ja, der passt! Türkspor gleicht aus. Bis zur 43. Minute ist die Frage, wie hoch Kilia heute eigentlich gewinnt. Und dann kommen Adesanya und Rezan und alles ist wieder offen. Der Freistoß, wunderbar durch die Mauer gezirkelt. Der Ball, halb hoch, nichts zu machen für Kornert im Tor von Kilia Kiel. Knappe Stunde auf der Uhr. Türkspor jetzt wie ausgewechselt, hungrig auf mehr. André Volkers überläuft Seidel. Und das ist die Führung für Inter. 10 Minuten in der zweiten Hälfte und Inter dreht die Partie. Bist du denn verrückt? Der Öffner zur Führung. Sinkondos Pass vorbei an Larsen Body. Und jetzt gewährt Kilia mal die Räume, die Inter in der ersten Hälfte offen gelassen hat. Trainer Nicola Sorano nun gefordert, damit dieses Derby noch ein Happy End aus Kilia-Sicht findet. 25 Minuten sind es noch zu spielen. Erstmal sieht es aber nach einem Happy End für Inter aus, denn die entreißen den Gästen das Spiel. Adesanya löst sich von Kevin Harder und Kornert verhindert den 4. Treffer. Der Antreiber in Inters Spiel, Kapitän Rezan. Mit einem präzisen Pass setzt er den 24-jährigen Neuzugang in Szene. Kurz durchatmen, dann die Ecke für die Gastgeber. Wieder Rezan mit einer brandgefährlichen Aktion. Türkspor gerade näher an der Führung als Kilia am Ausgleich. Apropos Kilia, die jetzt wieder vor dem Tor ihrer Gegner.
Am Ball Tom Wanke und das gibt zu Recht Freistoß. Der bereits verwarnte Resan schubst Wanke und was jetzt passiert, ist besonders bitter für Inter. Gelb-Rot für den wichtigsten Mann im Türkspor-Trikot. Resans Mannschaft in den letzten 18 Minuten nur noch zu zehnt. Die Gewichtung jetzt wieder wie in der ersten Hälfte. Kilja dominant. Yannick Jakubowski. Pfosten, Tor. Es ist das Spiel der Comebacks. Beide Teams gleichen einmal aus. Einmal mehr wird auf den Reset-Knopf gedrückt. Jakubowski umringt von 1, 2, 3 Interspielern. Und trotzdem hat er noch die Ruhe für seinen Abschluss. Welche Überraschungen hält diese Partie noch bereit? 10 Minuten noch auf der Uhr. Im Moment macht Kiel das Spiel, aber so oft wie das hier kippt, ist das keine Garantie für nichts. Seidel und Torwart Wulff ist zur Stelle. Resans Fehlen macht sich brutal bemerkbar. Seit der gelb-roten Karte findet Inters Offensivspiel nicht mehr statt. Und abermals hält Nicolas Wulff den einen Punkt für sein Team fest. 85. Minute. Die Gäste drängen auf das 5. Tor in diesem Spiel und Inter verteidigt dieses Unentschieden mit allem, was sie haben. Wenige Sekunden später, der Ball verdeckt durch diesen charmanten Hinterkopf. Wieder rettet Wulff die Situation, aber noch nicht bereinigt. Kopfball Kilja und nochmal Wulff. Immer wieder entschärft der Schlussmann, der in diesem Sommer von Eutin 08 kam. Erdrückend kombinieren sich die Kilianer durch die Interhälfte. Der Ball landet bei Seidel. Der ist alleine vor dem Tor und fackelt nicht lange. 3:4. Wieder ein Comeback. Wieder ein Führungswechsel. Hier wird mehr gedreht, als die Pueblo-Tasche hergibt. Jakubowski liegt gegen 3 Verteidiger grandios mit der Hacke für Seidel auf und der mit dem hochverdienten 4. Treffer. Kilja Kiel ist immer noch nicht satt. Die Flanke von links. Und Jakubowski kurz vor dem 4. Treffer. Dazu kommt es in diesem Spiel aber nicht mehr. Nach einer Kilja-Hälfte und einer Interdruckphase nimmt die rote Karte gegen Resan Türkspor trotz der immensen Torwartleistung aus dem Spiel. Wie enttäuscht die darüber sind, das hören wir jetzt. Freddy hat die Stimme. Die Enttäuschung ist auf jeden Fall da. Letztendlich, wenn man so ein Spiel hier macht und nach einem 2-0 Rückstand auch noch zurückkommt, will man die 3 Punkte oder wenigstens 1 Punkt auch mitnehmen. Deswegen ist es eher enttäuschend, anstatt dass man stolz ist. Ne? Letztendlich haben wir das aber als Mannschaft gut gemacht. Natürlich 1-2 Fehler, die man irgendwie vermeiden muss, wo wir auch dran arbeiten müssen. Aber das werden wir auch am Montag tun. Und letztendlich kann man auch eigentlich ganz zufrieden mit unserer Leistung sein. Ja, ich glaube schon, dass das Teil unserer Mentalität ist, dass wir ein gutes Mannschaftsgefüge haben und dass wir immer wieder in der Lage sind, Rückstände gut aufzuholen. Klar, die rote Karte kommt dann zugute, aber nichtsdestotrotz ist es schon so in der Mannschaft, dass man auch, wenn man zurückliegt, auch spät zurückliegt, immer wieder die Moral beweisen kann und zurückkommt. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, wir verstehen uns alle gut, da ist keiner dabei, wo man sagt, ey, da passt es nicht. Die Trainingsbeteiligung ist auch immer am Start und wir trainieren 3-mal die Woche, wir trainieren hart. Wir haben auch irgendwo ein Ziel, einen Plan und daran werden wir auch festhalten. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, dass es in den nächsten Wochen wieder besser wird. Wenn ich jetzt die erste Halbzeit betrachte, würde ich auf jeden Fall das Spiel ins letzte Drittel ansprechen, wo wir es immer wieder nicht geschafft haben, die tiefen Wege konsequent zu machen oder die dann auch anzuspielen, klare Torchancen rauszuspielen. Was wir dann in der zweiten Hälfte wieder besser gemacht haben, gerade gegen Ende, am Anfang auch nicht. Aber das wird es sein, dass wir immer wieder die Moral beweisen, weil es werden sicherlich mehrere Spiele kommen, wo man mal in Rückstand gerät und daran gilt es dann zu arbeiten, dass wir das auf die Dauer auch immer gut durchhalten. Ein Spiel mit eventuellem Rückstandpotenzial, das Spiel gegen den Tabellenführer SV Todesfelde nächsten Samstag.